Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe mal ein paar Minuten jetzt laufen lassen. Habe mich dazu übrigens entschieden, weil wir brauchen halt unbedingt Kobalt. Lass mal kurz hier hingehen. Und entsprechend Kobalt bohren werden. Ja, machen wir hier so. Genau. Sollte ja passen. Denke ich. Mach auch gerne noch ein bisschen Eis mit dabei. Ist auch nicht verkehrt. So. Das dauert aber lange. Damit kriege ich alle was zu tun. Wie lange er braucht, ne? Wahnsinn, ist ja nur Eis. Ja, deshalb. Braucht man sich gar nicht mehr auf normale Bohrer einlassen. Nur tun wir das gleich per Hand raus, wenn das nicht passen sollte. Wenn ich das so richtig sehe, sind wir schon dran am Kobalt. Dann können wir einfach gucken. So. Sieht jetzt noch nicht danach aus, ne? Ne. Oh gut, wir haben noch mächtig Luft. Stein können wir eh gebrauchen. Ah, so fleißig weitermachen. Bisschen größer machen. Jetzt müssten wir doch bald mal da sein, oder? Ja, so viel Luft haben wir jetzt nicht mehr, ne? Jetzt müssen wir noch einen Bohrer dran setzen. Aber eigentlich sollte es passen. Muss ich dich? So, ich gehe jetzt mal gucken. Das kann ja nicht sein, dass... Ah, da. Okay, super. Das ist natürlich genau das, was ich jetzt nicht brauche. Aber egal. Ja, alles weg. Genau. Nein! Was zur Hölle? Ja, so. Sonst wie dort sind wir schon mal irgendwo gegengeflogen. Aber hier nur ganz leicht und schubs. Schon wieder tot. Ah, ist das im Kotzen. Da hat er natürlich wieder alles aufgesammelt. Ist natürlich auch klar. Darf ich mir meine Krams wieder zusammensuchen? Dieses Kackbilden-Repair-System. Machen wir das hier rüber.
Was ist das denn? Bin ich hier blind oder so? Ach ja. Okay, und der andere Krams? Mein Essen, mein Trinken. Das habe ich ja jetzt alles. Hast du hier, guck mal. Ach komm. So, jetzt würde ich gerne das hier da wegpacken. Genauso wie das. Okay, Wasserstofftank. Wo bist du, mein gefürchteter Wasserstofftank? Natürlich füllt er nicht auf. Was ist denn das schon wieder? Oh, vorsichtig. Warum hat er das jetzt nicht mit aufgenommen, ne? Das ist uns auch. Wir werden jetzt mal kurz hier das hier einfahren. Das hier, das ist so eine einfache Raffinerie, ne? Genau. Ja, immerhin macht er ein bisschen was. Ich sage, holen wir nochmal so einen Schwung. Achso, er sammelt das auch von alleine auf. Das ist natürlich perfekt. Brauche ich keine Gedanken machen, dass da irgendwas verloren geht. Vielleicht sollten wir bei den anderen Raffinerien, warte mal. Genau, auch ein bisschen was. So viel wie geht. Genau, und produzieren nämlich alle was davon. Dann passt dann von dem Rest. Gut Aluminium. Da kommen wir halt nur den Gravel Shift daran, ne? Oder wo hat der Aluminium mit dabei gehabt? Das ist voll deswegen. Warte hier. Ich würde sagen, jetzt müsste es ja weitergehen hier. Na ja, guck mal. Ist ja fleißig dabei, das heißt, dann können wir wieder zurückfliegen. Upsala. Das ist Mondbasis. Sehr gut. Dum, 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 dum.
Lebensweg ist gut, ne? Und wie schaut's aus? Ja, ganz gut eigentlich, ne? Mhm. Naja, bis auf den Teil, wo wir das Schiff rammen, schaut das schon ganz gut aus. Sehr schön, der parkt das Ding. Wir haben jetzt erstmal alles Notwendige geholt. Und können hoffen, dass es dann wirklich reicht. Für die elementarsten Sachen. Tja. Nun gut, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle einen Cut. Lass das hier noch ein bisschen weiterlaufen. Das wollen wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr schon haben als das bisschen jetzt. Also, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zucker.